Wilbert Olindi, NCAA-Champion, dreimaliger deutscher Meister mit Göttingen. Wilbert, wie sieht denn dein GOAT-Ranking aus? Vielleicht deine Top 4 Greatest of All Time? Wenn du vielleicht mit der Nummer 4 anfangen willst, dann gehen wir von 4 auf 1. Ja, okay, gut. Das ist auch eine andere Art, das zu machen. Auf vier ist es nicht eine Person, sondern eine Kombination. Okay. Ja, und ich nenne dieses vier The Magic Bird. Ja, weil es geht um Magic Johnson und Larry Bird. Als ich dann aufgewachsen bin und NBA verfolgt habe, das war so, der NBA war echt unten. Da war kaum was im Fernsehen und kaum, die haben da in der Halbzeit irgendwelche komischen Veranstaltungen gemacht, so eins gegen eins, um irgendwie Zuschauer zu holen, dann schlechte Zeiten. Ja, und dann kamen die beiden. Ja, und das hat unheimlich viel Interesse gebracht. Ja, so dieser eine, dieser Charisma und Fancy. Und der andere von Indiana. Ja. So, und dann auch so dieses Thema Schwarz und Weiß. Ja, so auch, spielt auch keine Rolle in den USA. Und das hat dann dazu geführt, nicht nur, dass sie gute Spieler waren und immer um die Meisterschaften gekämpft haben, sondern es hat aus meiner Sicht die NBA gerettet. Ja, ich weiß nicht, wenn das sonst gekommen wäre. Ja, und Das ist ein dann guter Punkt. all das, was danach kam. Ja, das basierte auf das, was da zwischen den beiden schon in der Uni angefangen Ja, absolut, ja. Ja, hat. ich glaube, wenn ich ein Goat-Ranking aufstellen müsste, ich würde auch die beiden, glaube ich, immer hintereinander wählen. Vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, Magic, vielleicht vor Larry. Aber auf jeden Fall, das fing schon am College an. Das ist eine sehr gute Option, die beiden einfach als eins zu nehmen, finde ich sehr gut, Wilbert. Das ist der Magic Bird. Ja, sehr schön. Dann deine Nummer drei. Überrascht vielleicht John. Ah, an drei. Oh, Überraschung. Okay, warum nur an drei? Ja, da muss ich dann über die anderen beiden dann Da, sprechen. dann, dann machen wir vielleicht gleich, dann mach gleich deine Nummer zwei und Nummer eins, dann können wir das so Okay, diskutieren. okay, okay. An die Nummer zwei habe ich Bill Russell und Nummer eins habe ich Kareem Abdul-Jabbar. Ja. Und warum Kareem auf Nummer 1? Weil ich fand es immer faszinierend mit seiner Größe. Ja, so das, was er alles durchmachen musste, und dann trotzdem so erfolgreich zu sein. Ja, und fokussiert dann zu sein und auch politisch aktiv zu sein in der damaligen Zeit. Er hat auch auf die Olympischen Spiele verzichtet. Ja, damals hätte er auch Olympische Spiele spielen können. Und auch seine Erfolge. Ja, in Highschool dominiert, an der College 3 Jahre lang hintereinander Meister und dominiert. Und damals durfte man nicht als Freshman spielen. Wäre höchstwahrscheinlich viermal, weil in seinem Freshman Year es gab ein Spiel zwischen den Freshmen und die Mannschaft, die am Jahr davor NCAA Meister war. Und die Freshmen haben gewonnen. So eine ganze Vorstellung hätte ich eigentlich wieder 4 Jahre, NBA 6-mal Meister und dann auch noch ein Wurf. Jedes Mal, wenn jemand Sky Hood sagt, da denkt man an keinen anderen. Ja, das stimmt. Ja, und dann es wäre auch okay, vielleicht hätte er keinen Dreier entwickelt jetzt, aber was ich immer spannend oder mich frage, was wäre, wenn Kareem auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, sich körperlich zu entwickeln, so wie die Spieler das heute haben. Ja, und dann, was wäre noch aus ihm geworden? Ja, das ist ein interessanter Punkt, immer so zu sagen auch, wie würde der Spieler, du nennst es Kareem, zum Beispiel aus den 70ern und auch Jordan, der 90er, in der heutigen NBA funktionieren, denke ich mir auch immer, diese Spieler würden ja nicht eins zu eins, wie sie damals waren, dann in der heutigen NBA spielen, sondern würden ja auch unter den Voraussetzungen athletische Trainingsmöglichkeiten, alles andere ja auch sich ein bisschen noch anders entwickeln und wahrscheinlich dann vielleicht Kareem in Dreier reinpacken. Das ist natürlich auch noch ein schwieriger Punkt zu sagen, wie würde Spiele aus der anderen Generation jetzt bestehen, aber ist natürlich ein schönes Gedankenspiel, ja. Ja. Und Russell ab die zwei. Ich finde das dann so interessant, wenn ich Jordan höre. Ja? Er hat 6 Meisterschaften und das ist dann sehr wichtig und die anderen haben das nicht.
Aber Russell hat 11-mal gewonnen. Ja. Russell hat 11-mal gewonnen. Er hat das einzige Mal, wo er bei den Olympischen Spielen spielen durfte, hat er gewonnen. Und in der College, ich glaube, die letzten 2 Jahre waren die ungeschlagen. Ja, dieser Mann war einfach für Erfolg ja. Da. Ja, ja, als Trainer vielleicht nicht so sehr. Ja. Aber die letzten 2 Jahre, wo Boston gewonnen hat, war auch Trainer, war Spieler und Trainer. Ja, 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 und dann hat er dann auch dieses mit der Verteidigung. Ja, weil der hat das dann geprägt, das reingewagt. Und da gab es auch dieses Fokus da drauf. Und wenn die Leute sagen, okay, 11-mal kannst du heute nicht gewinnen. Ja, aber du spielst nur gegen die Leute aus deiner Zeit. Ja, und ja, es war möglich, dass er 11-mal gewonnen hat. Ja. Ja. Wenn jemand jetzt 6 oder 5 oder 4-mal gewonnen hat, ja, der hat auch gegen die entsprechenden Personen gespielt oder mit den entsprechenden Personen gespielt. Ja, ja. Ja. Mhm. Deshalb habe ich immer auf 2. Mhm. Und ich höre so ein bisschen raus, dass es bei Kareem genannt, das kann man ja bei Bill Russell genauso nennen, diese ja, Aktivismus, auch Sachen off the court, die für dich auch wichtig sind im GOAT-Ranking, nehme ich an. Ja. Mhm. Und auch, ja, was haben die dann geprägt? Ja, Kareem mit seinem Wurf, ja, und seine Leadership. Und Russell hat in einer Zeit gelebt, wo er am Anfang seiner NBA-Karriere, er durfte nicht überall übernachten. Ja. Ja, und dann muss sich dann damit auch auseinandersetzen. Ja, ja, heute fliegen die dann in Flieger und können alles machen und schönsten Hotels und so. Und keiner muss sich da Gedanken machen, okay, können wir in diesem Hotel mit den Spielern? Mhm. Das gibt es auch. Damit muss er sich auch auseinandersetzen. Mhm. Ja. Und trotzdem war er dann so erfolgreich. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja. Kareem, ja. Bill Russell, Jordan und dann ja, Magic, ja, und Bird in einem. Das ist auch mal ein, ja, schönes Ranking, Wilbert. Dann erstmal, ja, danke dafür. Ja, gerne.